auf dem WC. In sich! Oh, du bist's. Hi. Hallo, ich bin's, Kim Lian, und heute gibt es ein Video, zu dem ich mich um 3 Uhr nachts, also vor ein paar Stunden, entschlossen habe, als ich mal wieder zu lange auf Instagram unterwegs war. Und ich habe mich zwischenzeitlich bei diesen kleinen Beauty-Videos, die es da gibt, echt gefragt, träume ich jetzt eigentlich schon oder ist das, was ich sehe, hier die Realität? What? Es waren echt ein paar sehr abgefreakte Sachen dabei und die werde ich jetzt zusammen mit dir austesten. Hierfür brauchen wir ein Deo und einen Pinsel und tragen das, und jetzt halte dich fest, damit du nicht vom Sessel kippst, in unserem Gesicht auf. Das Ganze soll als Primer unter der Foundation dafür sorgen, dass man die im Sommer nicht runterschwitzt, wenn es besonders heiß ist. Hilft ja auch unter den Achseln gegen Schweiß, also ist ja das Gleiche oder so. Zumindest für manche Instagrammer. Härtetest. Ich mache mir das drauf, bevor ich eine Stunde auf dem Crosstrainer richtig hart trainiere. Und Freunde, ich schwitze leider nicht so gut wie nirgends, aber hier auf der Nasenpartie extrem. Somit bin ich die perfekte Kandidatin, um zu testen, ob nach einer Stunde die Gesichtshälfte, wo ich das Deo aufgetragen habe, tatsächlich trockener ist. One hour later. Tatsächlich, auf der Seite sind nicht so viele Schweißperlen wie da. Ich komme immer noch nicht darauf klar, dass das funktioniert hat. Es ist ja ein Deo auch noch ohne Aluminiumsalze, ohne Mineralöle, ohne Silikone, Parabene, Farbstoffe oder tierische Inhaltsstoffe. Es ist das bestverträglichste, das ich überhaupt gefunden habe. Aber generell würde ich es jetzt als einmaligen Gag vielleicht machen, aber nicht regelmäßig. Wir wollen ja nicht, dass die Poren dann verstopft und Unreinheiten entstehen oder so. Ich traue dem Ganzen nicht so über den Weg, obwohl es gut funktioniert hat. Der nächste Hack ist für alle meine Girls und Boys da draußen, die sich gerne mal auf dem Klo beim Pinkeln währenddessen das Gesicht abmattieren. Wir kennen das doch alle. Man sitzt auf der Schüssel und denkt sich, wow, mein Gesicht ist schon wieder so fettig. Oder so. Und zwar soll man mit einer Klopapierrolle sein Gesicht super toll abmattieren können. Also das fungiert sozusagen wie Blotting Papers, wo du einfach das überschüssige Öl auf deiner Haut, auf deinem Make-up abnehmen kannst. Und zwar nimmst du hierfür einfach ein bisschen Klopapier, und es ist ja immer in mehreren Lagen. Und da kannst du eine Lage abziehen, dann ist es hauchdünn, und dir das ins Gesicht pressen auf die öligen Zonen. Und voilà, schon bist du ölfrei. Ich glänze jetzt auf der Stirn und am Kinn und so wesentlich weniger als zuvor. Aber ich weiß nicht, wozu man diese eine Schicht da übrig lassen soll. Ich glaube, es funktioniert genauso gut, wenn man einfach so ein ganzes Klopapier verwendet. Es hat funktioniert. Ob es sinnvoll ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Bei meiner nächtlichen Instagram-Aktion bin ich auch über den folgenden Hack gestolpert, den ich sehr, sehr cool finde. Und zwar kannst du mit einem wunderschönen BH Joker in jeder Farbe machen, die dir halt gerade gefällt. Nehmen wir an, ich hatte jetzt Lust, diese Farbe zu tragen um meinen Hals, dann geht das ganz easy. Und zwar nehme ich hier die Träger einfach ab, schlage die dann einfach mal so um meinen Hals rundherum und verhake hinten diese zwei Plastikhäkchen miteinander. Und schon habe ich einen DIY wunderschönen blau-lila Joker, für den ich keinen Cent ausgeben musste. Spare, spare, spare. Ich finde es echt mega cool, und man sieht auch nichts vom Verschluss. Den habe ich schön hinten. Das kann man ja Größen verstellen, sodass die Verschlüsse alle hinten sind. Ich finde das total cool irgendwie. Jetzt habe ich immer all meine Lieblingsfarben als Joker. Kommen wir jetzt zum ewigen Struggle mit falschen Wimpern. Und zwar kennst du das vielleicht, wenn du sie versuchst anzukleben. Die sind so steif, dass wenn du es an einer Seite schön angeklebt hast, die andere Seite abgeht. Es will einfach sich nicht an die Form des Auges anpassen. Und da soll man angeblich sich einfach ein Feuerzeug zur Hand nehmen und am Wimpernkranz entlang fahren, um das so ein bisschen geschmeidiger zu kriegen und das so hinzubiegen, wie man will. Und wenn es dann abkühlt, dann hat das quasi die Form angenommen. Und da siehst du auch schon, wenn ich das an meinen Augapfel ranhalte, dann hat das jetzt total diese Form wie angegossen. Folgende Situation. Eine Welt ohne roten Nagellack. Was würde die Instagrammerin unseres Vertrauens tun?
Genau, sie trägt einfach roten Lippenstift auf ihre Nägel auf und lackiert dann mit einem klaren Topcoat drüber. Der Moment der Wahrheit. Leute, es funktioniert. Es hält bombenfest und es sieht auch mega gut aus. Total halt wie echter roter Nagellack. Also entgegen aller Erwartungen, Kimmy approved, dieser Hack. Jetzt habe ich noch eine Verlosung für dich. Lass mir jetzt gerne einen Daumen nach oben da, wenn dich das Video gut unterhalten hat. Wenn nicht, dann nicht. Und schreib mir aber unbedingt mal in die Kommentare, welches Video ich in nächster Zeit für dich drehen soll. Die beliebtesten werde ich mir rauspicken und dann auch deinen Kommentar in meinem Video einblenden, dass jeder weiß, dass die Idee von dir kommt. Ich freue mich sehr, unterschiedliche Sachen zu lesen. Und jetzt zur Verlosung. Du kannst dieses wunderschöne Paket hier auf meinem Instagram-Account gewinnen. Auf Instagram deshalb, weil auf YouTube gibt es Altersbeschränkungen und da könnte nicht jeder mitmachen, da eben schon. Guck da einfach rein und kommentier mal unter das Bild, welchen Hack aus diesem Video du am coolsten fandest. Freue mich, dich dort zu sehen. Drück dir auch ganz fest die Daumen. Hoffe, wir sehen uns vielleicht auch in meinem letzten Video oder dann einfach im nächsten. Tschüss!